zwei Jahre für mich waren auf jeden Fall super spannend, super faszinierend, wie die einzelnen Verbünde mit bestimmten Aufgaben umgegangen sind. Sie mussten sich alle auf ganz neue Dinge konzentrieren, mussten viel Neues lernen. Also viele waren überhaupt nicht im Internet unterwegs, kannten diese ganzen Dienste gar nicht, die Möglichkeiten nicht. Mittlerweile haben der Großteil der Teilnehmer haben ein Smartphone sich angeschafft und sind voll in diese Welt eingetaucht, haben dadurch ganz andere Möglichkeiten, was früher so die E-Mail-Liste war, die Mailing-Liste als Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, beziehungsweise ja, im Prinzip nur eine Antwort auf eine Frage zu bekommen, sehr strikt quasi. Das hat sich in Form von Facebook-Gruppen komplett aufgelöst und die Leute tauschen sich viel schneller aus. Man tauscht sich auch über ganz unterschiedliche Dinge aus und man ist nicht mehr so darauf angewiesen, dass irgendjemand vielleicht irgendwo in Deutschland mal auf eine Idee kommt, eine Frage in diese Gruppe zu stellen, sondern es wird viel flüssiger, es passiert einfach viel schneller, dass man sich austauscht. Absolut. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen unglaublich gut. Also zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, also diese auf der beruflichen Ebene, dieser Austausch, das, was man einfach braucht, also diese Insellösungen, jeder macht so sein eigenes Ding und löst irgendwie Probleme auf seine eigene Weise. Hat auch sein Gutes natürlich, aber ist gar nicht mehr notwendig, weil im Prinzip auf jedes Problem irgendwo auf der Welt eine Antwort schon da ist. Und das ist einfach mittlerweile über die Social-Media-Kanäle viel einfacher, sich darüber auszutauschen. Also das ist ganz merken wir ganz stark, also gerade bei der Fachstellenarbeit in diesen Facebook-Gruppen und so weiter, dass sich darüber viel schneller ausgetauscht wird. Das Zweite ist natürlich dann eine ganz andere Ansprache, eine ganz andere Kommunikation mit Kunden, die Bibliothek schon kennen, die Bibliothek aber dann auf eine ganz andere Weise kennenlernen. Also nicht nur der digitale Raum, sondern auch, was passiert eigentlich in der Bibliothek, wenn ich gar nicht da bin als Kunde. Ja, da passiert ja auch noch was. Man lernt auch die Mitarbeiter viel besser kennen. Das Haus hat ja auch eine Geschichte, die dann erzählt wird auf den jeweiligen Plattformen. Und dann nochmal die Möglichkeit für die Einrichtungen selbst, sich vor Ort, aber auch überregional ganz anders zu präsentieren und sich vorzustellen und zu zeigen, ja, wir machen das und das und da steckt ganz viel dahinter. Im Moment hört man immer wieder, dass man gar nicht gedacht hätte, dass Bibliotheken das auch leisten. Das machen sie aber schon seit Jahren und jetzt haben sie einfach eine Möglichkeit, eine Plattform, um das auch zu zeigen.